Einfach das umzusetzen, was dem Kundenwunsch entspricht. Frankfurt ist einfach eine tolle internationale Stadt, in der sehr, sehr viele Unternehmen sind, die ganz, ganz viele verschiedene Events machen und durchführen. In der Zukunft sehe ich uns sehr gut aufgestellt. Wir haben ganz, ganz viele tolle Partner-Locations hier im Rhein-Main-Gebiet, mit denen wir zusammenarbeiten und dort immer größere, aufwendigere Events auch durchführen. Mit unserem Standort hier in Kelsterbach können wir das ganze Rhein-Main-Gebiet sehr, sehr, sehr gut bedienen. Von Mainz, von Wiesbaden, Darmstadt, bis hin teilweise nach Heidelberg und Mannheim. Da sind wir natürlich sehr, sehr gut gelegen. Wir sind begeistert von Essen. Wir sind begeistert davon, verschiedene Produkte zu probieren. Meine Oma hat zu Hause immer super viel gekocht. Frische Sachen selber gemacht, Nudeln, Kräuter aus dem Garten. Und das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ich wollte halt immer das ähnlich gut machen, wie sie das macht. Und deswegen bin ich in die Richtung dann auch gegangen. Nicht nur kochen alleine, sondern auch essen gehen alleine. Einfach Sachen, die ich für mich als Belohnung mache, wo ich Spaß habe, wo ich sage, okay, ich trinke ein Glas Wein vielleicht zu Hause und ich weiß, ich habe den ganzen Abend nichts zu tun und verbringe 2-3 Stunden in der Küche. Und als Koch kann man da schon ein bisschen was auf die Beine stellen in 2-3 Stunden. Wenn ich dann einen tollen Teller vor mir habe, das macht mir Spaß, ja. Ich erwarte von mir, dass ich das Essen so gut mache, dass ich jeden damit erreichen kann. Unsere Küche ist sowohl regional als auch international und sie ist angepasst an die Kunden, weil alles bei uns individuell ist. Das heißt, wir können sowohl Handkäse aus Frankfurt machen, aber auch wenn Kunden aus Neuseeland oder Indonesien kommen, Customized Food für die Leute. Das ist ganz wichtig, um natürlich auch bei solchen Kunden, die auf der Messe sind beispielsweise, das ganze internationale Spektrum abdecken zu können. Die Vielfalt an Produkten, die wir haben, die könnten wir in keinem Restaurant so kochen. Im Catering ist man viel flexibler. Wir machen quasi jeden Tag 1, 2, 3 oder 4 Restaurants, wenn man so möchte. Eigentlich ist es mehr als Catering, es sind Events, was wir machen. Wir erstellen für die Kunden individuelle Angebote, angepasst an das Konzept. Wir haben natürlich mit der Mia unsere eigene Sommelier im Haus, was kaum ein Caterer hat. Dadurch haben wir auch zum Beispiel eigene Getränke entwickelt, wie Flo Weiß, Flo Rot, unseren Flo Cocktail. Wir haben uns entschieden, Bottled Cocktails zu machen, also nicht selbst zu machen, sondern wir arbeiten mit ausgebildeten, erfahrenen Barkeepern. Wir haben auch eine sehr gute Partnerschaft mit einem Weinlieferanten hier aus Frankfurt. Also wir sind regional. Wir beziehen einfach nur Produkte, die aus der Region sind. Früher tatsächlich war nur die Qualität wichtig. Heutzutage und bei uns vor allem ist nicht nur Qualität wichtig, sondern auch, wo das herkommt, aus welcher Region, Umgebung das herkommt und ob wir die Leute auch kennen und denen vertrauen können, dass sie auch mit den Produkten genauso gut umgehen und die herstellen, wie wir das selber machen. Wir haben auch schon früh gesehen, als wir auch in verschiedenen Restaurants gearbeitet haben, dass es eigentlich nur geht, wenn man als Team gut harmoniert und dass man auch verschiedene Expertisen abdeckt. Also ich als Koch zum Beispiel, natürlich Bereich Küche. Dann der Daniel ist eher im Bereich Betriebswirtschaft tätig und die Mia eher im Bereich Wein und andere Getränke. Und das ist halt eine gute Harmonie. Und dann haben wir uns diese Bereiche, die jetzt nicht natürlich zu uns sind, wie zum Beispiel
Logistik noch mit angeeignet und da dann auch fähige Leute für gefunden. Deswegen, Team ist essentiell. Von meinen Kunden erwarte ich noch mehr und anspruchsvollere Events, die wir umsetzen dürfen, gemeinsam mit am Ende natürlich ganz, ganz tollem Feedback und zufriedenen Gästen. Es gibt eine Wand und wir bauen einfach immer eine Tür, durch die man durchgehen kann. Dass die Leute wirklich merken, wer dahinter steht, ist jemand, der Spaß hat, Fun hat. Mein Name ist Florian Große, ich bin Geschäftsführer von Flow the Kitchen und ich bin für die Küche zuständig. Ich bin Mia Wittstock und ich bin eine der Geschäftsleitung von Flow the Kitchen. Meine Kernkompetenz ist die Operations und die Getränkekultur. Ich bin Daniel Wittstock, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Flow the Kitchen.